Schöner Außenposten. Schlaf haben wir uns verdient. Aber wie kann man denn eigentlich Dinge aus der Tasche weglegen? Ja, genau. Hi. War doch klar, dass die wieder versuchen, das Lager einzunehmen. Okay, warte mal, man kann auch hier auch irgendwo sein Dorf sehen, oder? Dorf. Okay, ich habe 40 Stammesangehörige, 60 wäre gut. Ich habe zwar das Belohnungslager noch nicht ganz begriffen, weil alles, was ich... was ist das denn? Ach, guck mal da. Was macht ihr da jetzt? Ah, okay, ja. Danke, Jungs. Oh, Hartholz.
Ich muss mal gucken, was hier noch für... was hier noch für Quests offen sind. Denn irgendwie... ah, knapp. Denn irgendwie... es wäre mal gut, wenn man hier sowas mal kriegen würde oder so. Mehr Waffen einfach, weil ich habe... ich finde Rohstoffe noch in Nöcher, aber kann sie alle gar nicht benutzen. Dann habe ich hier 7 Punkte, die ich vergeben kann, die ich aber nicht wirklich vergeben kann, weil das, weil ich eine Tensei-Hütte errichten muss. Wer auch immer Tensei ist, ist das der? Ach genau, das ist der. Ich verstehe das nicht, warum... warum gesperrt? Voraussetzung. 2 Fähigkeitspunkte und verbessere deine Höhle zum ersten Mal. Wie kann ich denn meine Höhle verbessern? Eigentlich. Geht das? Höhle verbessern? Meine Höhle ist da. Kann das sein? So. Oh, die Höhle ist super, weil hier gibt es ganz viel Zeug, aber... immer noch Schmerzen? Wie kann man denn seine Höhle verbessern? Wie geht das denn? Ja? Dorfbaufortschritt 0 von 16. Ja, was? Ja, okay, cool und so, aber ich würde gern die Höhle verbessern. Oh, langsam, ne? Ist das Spiel echt widerlich. Also, weil ich wahrscheinlich zu dumm bin. Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht weiter, weil ich meine Höhle ausbauen soll. Aber ich kann meine Höhle nicht ausbauen. Ich kann keine Tiere hier beschwören, zähmen, weil dieser Typ sagt, such einen weißen Wolf. Es gibt keinen weißen Wolf. Dein Maul jetzt. Ich würde manchmal auch gerne mein Zeug, das ich in der Tasche habe, irgendwie ins Lager legen, aber auch das geht nicht.